Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend vor Ihnen referieren darf und bin begeistert von dem großen Interesse. Finde ich ganz toll, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend über ein interessantes und auch wichtiges Thema referieren darf. Es geht um Eisenmangel und Eisenmangelanämie bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und interessant und wichtig, zum einen deshalb, weil es ein häufiges Problem ist, das wir gleich sehen werden, und weil es auch sehr schön aufzeigt, wie tiefgreifend die Veränderungen sind, die im Körper passieren, wenn man unter einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leidet. Je nachdem, welche Studie man zitiert, ist doch das 36 bis 90% der Patienten einen Eisenmangel aufweisen, das ist beachtlich, und doch ein Drittel auch eine Anämie. Zunächst mal die Klärung, was bedeutet Anämie? Das bedeutet Blutarmut und es geht dabei um die roten Blutkörperchen, um die Erythrozyten bzw. den roten Blutfarbstoff des Hämoglobin, was entscheidend ist für den Sauerstofftransport im Blut und damit folglich es auch zu einer schlechteren Versorgung des Körpers mit Sauerstoff kommt, wenn eben dieses Hämoglobin, abgekürzt HB, die meisten kennen sicherlich diese Abkürzung, eben entsprechend erniedrigt ist. Die Normwerte sind für Frauen und Männer unterschiedlich und wenn der Wert unterschritten wird, dann spricht man von einer Blutarmut, also von einer Anämie. Die Symptome der Anämie sind vielfältig und erklären sich natürlich durch die Mangelversorgung mit Sauerstoff oder die weniger gut funktionierende Versorgung mit Sauerstoff. Deswegen eine rasche Ermüdbarkeit, was die Muskulatur angeht. Umgekehrt versuchen Leistungssportler genau das Gegenteil. Sie versuchen nämlich, dass der Hämoglobinwert ansteigt, also das heißt Doping. Sicherlich schon der Begriff EPO gehört, das ist ein Hormon, was die Produktion von Erythrozyten, von roten Blutkörperchen stimuliert oder auch, dass sich diese Sportler dann Blutkonserven zuführen. Bei einer Anämie kommt es dann auch zu einer insgesamt einer Müdigkeit, einer Schwäche, einer Belastungsdyspnoe, man ist weniger gut belastbar, auch zu einer Tachykardie, also zu einem erhöhten Herzschlag, weil eben der Körper versucht, dieses Defizit auszugleichen. Aber es sind auch Dinge, die nicht so eindeutig sich erklären lassen aufs Erste hin, nämlich dass auch das Immunsystem gestörte Funktionen aufweist. Hier ein Bild aus einer Studie, die zeigen soll, dass die Anämie was mit Lebensqualität zu tun hat. Jeder Punkt zeigt einen Patienten und dieser Patient wurde jeweils befragt, wie seine Lebensqualität ist. Und zwar nach einem Score. Und je höher dieser Score ausfällt, umso besser fühlt sich der Patient. Und das waren alles Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und man sieht sehr schön, wenn der HB-Wert niedrig ist, dass entsprechend dann auch der Score niedrig ist. Und wenn man einen Median hier durchlegt, dann sieht man sehr schön, dass Anämie was mit Lebensqualität zu tun hat. Warum schmeckt Blut nach Metall? Ich glaube, die meisten haben das schon bemerkt, vielleicht ohne genau zu wissen, an was das liegt. Wobei die Gabel das eigentlich nicht unbedingt nach Metall schmecken sollte. Das liegt an diesem Hämoglobin, an diesem roten Blutfarbstoff, der nämlich mehrere dieser sogenannten Häm-Gruppen beinhaltet und das zentrale Molekül bzw. der zentrale Punkt ist letztendlich das Eisen, was in dieser Hämgruppe vorkommt und was letztendlich auch für den Transport von Sauerstoff entsprechend elementar ist. Der Eisenstoffwechsel ist ein sehr komplexes und ich will Sie so ein bisschen kurz einführen oder zumindest mal so ein paar wichtige Dinge vielleicht erzählen und erklären. Also zum einen ist es so, dass das komplette Körpereisen, das wir im Körper haben, sind nur 2,5 bis 4 Gramm. Das ist gar nicht viel, aber doch extrem wichtig.
Wir nehmen ungefähr 1 bis 2 Milligramm pro Tag auf über den Darm, wobei ungefähr nur 10% von dem Eisen, was wir uns zuführen mit Nahrung, dann letztendlich resorbiert wird. Der Hauptteil des Eisens wird verwendet für eben diese roten Blutkörperchen, die Erythrozyten bzw. das dort beinhaltete Hämoglobin. Das sind ungefähr so 1,8 Gramm. Es gibt einen großen Speicher in Leber, Milz und Knochenmark, was schon zeigt, wie wichtig dem Körper das ist, dass er immer genügend Eisen zur Verfügung hat. Denn wie gesagt, Eisen ist elementar. Also ohne Eisen kann man längerfristig nicht überleben. Der Verlust spricht logischerweise, wenn man das Ganze in der Balance halten möchte, ungefähr dem, was aufgenommen wird, und zwar auch 1 bis 2 Milligramm pro Tag. Und dabei ist wichtig zu erwähnen, dass man durch den Blutverlust, wir werden es nachher genau sehen, wie viel das ist, deutliche Mengen verlieren kann an Eisen. Das heißt, der tägliche Bedarf beträgt, je nachdem, was Alter, Geschlecht angeht, zwischen 1 und 3 Milligramm pro Tag. Und beim Blutverlust ist es so, dass 2 Milliliter Blut letztendlich 1 Milligramm Eisen entsprechen. Und das ist schon viel. Das macht sich bemerkbar natürlich insbesondere bei Frauen, wenn sie eine vermehrte Menstruationsblutung haben. Denn dann ist es schon so, dass das tatsächlich zu einer Eisenmangelanämie allein schon führen kann, ohne dass irgendeine andere Erkrankung mit reinspielt. Und der häufigste Grund der Eisenmangelanämie ist tatsächlich bei Frauen eben die vermehrte Menstruationsblutung. Und wenn jemand 500 Milliliter Blut verliert, dann sind es schon 250 Milligramm Eisen. Und man nimmt nur 1 bis 2 Milligramm am Tag auf. Dass man so ein bisschen weiß, was für eine Dimension ist, das ist schon erstaunlich. Gründe für den Eisenmangel bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, das ist multifaktoriell. Zum einen der Blutverlust, wie wir gerade gesehen haben, geht da sehr viel Eisen verloren. Und natürlich abhängig von der Aktivität der Entzündung ist es ja auch so, dass man das tatsächlich sehen kann, dass Blutbeimengungen vorhanden sind. Es gibt aber auch diese latente Blutung, die man gar nicht unbedingt sehen muss, wo man wirklich immer ein bisschen Blut verliert, was sich dann natürlich entsprechend auch auf den Eisenhaushalt auswirkt. Eine Mangelernährung mit verminderter Eisenaufnahme spielt natürlich auch eine Rolle, und es ist so, dass vor allem wenn eine hohe Aktivität da ist, tatsächlich entsprechend auch die Ernährung erschwert ist, und eine verminderte Resorption über die geschädigte Darmschleimhaut ist, denke ich mal, auch absolut logisch und nachzuvollziehen. Das sind alles Gründe, sich direkt letztendlich durch die Entzündung auch im Bereich des Darmes letztendlich erklären lassen. Es gibt aber zusätzlich dann noch Mechanismen, die sehr interessant sind und zeigen, was ich vorher anfänglich gesagt habe, dass diese Erkrankung tatsächlich in viele auch Stoffwechselprozesse des Körpers eingreift. Es gibt eine Anämie bei chronischen Erkrankungen, und da geht es jetzt nicht nur rein um die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sondern auch um andere chronische Erkrankungen. Das müssen sogar nicht mal entzündliche Erkrankungen sein. Und zwar mit der Folge der Störung des Eisenstoffwechsels und einer Resorptionsstörung. Und ich will so ein bisschen kurz Ihnen zeigen, an was das liegt. Es gibt ein Hormon, ein Protein, das Hepzidin, und das spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Und das Hepzidin ist verantwortlich, um zu regulieren, wie viel Eisen vom Darm aufgenommen wird und wie viel die Speicher, wir haben das vorher gesehen, es gibt viele und große Speicher, wie viel die von dem Eisen hergeben oder aufnehmen. Und wenn das Hepzidin ausgeschüttet wird, wenn also die Hepzidinspiegel erhöht sind, dann bedeutet es, dass sozusagen die Aufnahme gehemmt wird von Eisen im Darm und letztendlich auch die Eisenspeicher kein Eisen hergeben. Das passiert normalerweise, wenn zu viel Eisen vorhanden ist, dann reguliert Hepzidin genau diese beiden Dinge herunter sozusagen. Dummerweise ist aber so, dass auch bei entzündlichen Veränderungen, insbesondere durch Interleukine, ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben, das Interleukin 6 spielt eine große Rolle, eben auch das Hepzidin ausgeschüttet wird, mit einem natürlich völlig kontraproduktiven Effekt, dass zusätzlich jetzt
kein Eisen oder weniger Eisen resorbiert wird und die Speicher auch nichts mehr hergeben. Also das heißt, Verschiebung des Eisens in die Speicher, eine verminderte Eisenaufnahme aus dem Darm und auch die Bildung der roten Blutkörperchen wird vermindert und auch die Lebensdauer ist geringer von den Erythrozyten. Hier nur ganz kurz, die Fläche hier unter der roten Kurve zeigt sozusagen die Eisenresorption, die möglich ist bei Patienten mit Morbus Crohn in Remission, also wenn keine Krankheitsaktivität vorhanden ist, und im Schub. Und man sieht doch sehr deutlich, wie groß der Unterschied ist, was die Eisenresorption angeht, entsprechend. So, Diagnostik. Drei wichtige Fragen. Zum einen, besteht ein Eisenmangel? Handelt es sich um einen Speichereisenmangel, dass einfach wirklich zu wenig Eisen da ist, oder um einen entzündungsbedingten Funktionseisenmangel? Also das heißt, ein Eisenmangel, der über diese Steuerung mit diesem Hepzidin entsteht und liegt bereits eine Eisenmangelanämie vor. Ob eine Anämie vorliegt, das kann man sehr schön sehen, das haben wir vorher gesehen. Es gibt klare Grenzwerte jeweils und wenn der HB-Wert dann entsprechend niedriger ist, dann spricht man von einer Eisenanämie. Es ist so, dass es keinen einzigen idealen Eisenwert gibt, der diese Frage wirklich sicher beantworten kann. Vor allem auch bei der Differenzierung zwischen diesen beiden Dingen. Und man muss eben sozusagen eine Kombination von verschiedenen Parametern herannehmen. Ich möchte dieses Kapitel jetzt nur so ein bisschen streifen, weil das doch ziemlich komplex ist. Aber vielleicht, dass Sie so manche Dinge, die dann auch vielleicht bestimmt werden, manche Werte auch ein bisschen besser verstehen. Das Hämatogramm oder auch Blutbild genannt, wir haben vorher schon gesehen, es gibt den Hämoglobinwert, also den Wert für den roten Farbstoff, der letztendlich auch definiert, ob das eine Anämie ist oder nicht. Und es gibt MCV und MCH. So, und diese roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die letztendlich ja den roten Blutfarbstoff des Hämoglobin beinhalten, können sozusagen, was ihre Größe angeht, also die Größe des Erythrozyten und auch wie viel Hämoglobin dieser Erythrozyt hat, bestimmt werden. Man spricht von diesem MCH, also das mittlere korpulöse Hämoglobingehalt, also wie viel Hämoglobin hat so ein rotes Blutkörperchen und wie groß ist es. Und für den Fall, dass Eisen fehlt, ist es verständlich, dass der Hämoglobingehalt in diesem Erythrozyt niedrig ist. Und deswegen sprechen wir davon hypochrom. Und dann ist der Erythrozyt auch kleiner wie normalerweise, das kann man auch feststellen, also mikrozytär. Und damit haben wir eine sogenannte mikrozytäre hypochrome Anämie, die in den allermeisten Fällen einer Eisenmangelanämie entspricht. Es gibt dann noch weitere Dinge wie Ferritin, Transferinsättigung, Transferin und so weiter und so fort. Und da möchte ich vielleicht zwei kurz herausgreifen. Nur ganz kurz, was dieses Diagramm angeht. Dieses Transferin, das ist sozusagen ein Transportmittel für Eisen, kann man sagen. Also so wie ein Bus für Menschen da ist, ist das Transferin für das Eisen da. Wir sehen hier den Darm und sehen hier das Blut, aber mir geht es gar nicht so genau, wie das im Einzelnen funktioniert. Und man sieht hier auch dieses Ferritin, da sind immer viele von diesen Eisenmolekülen oder von dem Eisen drin. Das ist sozusagen der Speicher. Denn das Eisen, das schwimmt ja nicht sozusagen frei durch die Gegend. Das wäre auch gar nicht so gut, weil das Eisen kann ziemlich toxisch sein, sondern ist immer gebunden an Proteine. Ja, das ist immer irgendwo eingepackt. Und da, wo es am allermeisten eingepackt ist, das ist das Ferritin. Und deswegen ist es auch so, dass sozusagen dieses Ferritin und diese Transferinsättigung, also Transferinsättigung bedeutet dann, wie viel der Busse oder wie ist diese Buslinie ausgelastet sozusagen? Wie viele Busse müssen da fahren, damit die Passagiere letztendlich transportiert werden können? Vielleicht kann man so ein bisschen erklären. Und wenn das Ferritin, also diese Speicher letztendlich gering sind, kleiner 30, dann muss man sagen, ist es so, dass da letztendlich ein Eisenmangel vorliegt. Das Problem, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, bei dem Ferritin ist, dass das Ferritin aber auch, wenn Entzündungen entstehen, erhöht sein kann im Serum, im Blut sozusagen, sodass dieses Ferritin so kein ganz verlässlicher Parameter ist, ob wirklich sozusagen da ein Eisenmangel vorliegt. Bei dieser Transferinsättigung ist es anders. Das heißt, da können wir durchaus differenzieren, ob jetzt sozusagen dieses Ferritin erhöht ist aufgrund der Entzündung oder wirklich ein Eisenmangel vorliegt.
Und so kann man mit diesen beiden Parametern ungefähr einschätzen, wie sozusagen die Eisenspeicher im Körper letztendlich sind, ob die leer sind oder ob die vermindert sind. Eisensubstitution. Wenn man einen Eisenmangel hat, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, Eisen zu substituieren. Und wenn das dann schon Richtung Anämie geht, ist es schon so, dass diese Eisenspeicher auch alle aufgebraucht sind. Und gleich vorab, sie schaffen es nicht, egal mit welcher Ernährung, diese Eisenspeicher wieder sozusagen wieder aufzubauen und zu befüllen. Die Frage ist immer Eisensubstitution oral oder letztendlich dann intravenös. Es gibt oral zwei verschiedene Arten von Eisen, 2- und 3-wertig. Das 3-wertige ist etwas besser verträglich. Und das Ziel ist schon eine Anhebung des HB-Wertes um mehr als 20 Gramm pro Liter auf normale Werte innerhalb von 4 Wochen, sowie eine Erhöhung des Ferritinspiegels auf über 100 Mikrogramm pro Liter. So natürlich, wie jetzt links gezeigt, nicht, sondern wenn, dann in Kapselform, wenn es oral ist. Interessanterweise gibt es Studien, die zeigen, dass es früher eine deutlich bessere Eisen sozusagen durch die Ernährung gab, weil eben auch mit Eisenpfannen gekocht und gebraten wurde. Das aber nur nebenbei. Wie gesagt, der orale oder die Eisensubstitution oral kann bei einer leichtgradigen Anämie versucht werden. Und bei Intoleranz, bei Unverträglichkeit oder unzureichendem HB-Anstieg muss aber auf eine intravenöse Gabe umgeschwenkt werden. Und das Problem der Intoleranz, der schlechten Verträglichkeit, ist ein sehr großes Problem. Also die allermeisten Patienten, die wir kennen, vertragen letztendlich diese orale Gabe nicht gut. Absolute Indikationen für eine intravenöse Eisentherapie sind zum einen die schwere Anämie, dann eine Unverträglichkeit, die wie gesagt sehr häufig ist. Bei einer ausgeprägten Krankheitsaktivität ist ganz klar, da ist der Darm gar nicht in der Lage, genügend Eisen aufzunehmen. Und bei einer begleitenden Therapie mit Erythropoietin, das habe ich vorher schon gesagt, das ist ein Hormon, was sozusagen stimuliert, dass rote Blutkörperchen gebildet werden. Und auch die Patientenpräferenz spielt natürlich eine wichtige Rolle. Wie kann ich dem Körper sonst Eisen zuführen? Durch Ernährung, also so wie hier nichts. Braucht auch keine großen Mengen, sondern wirklich nur kleine. Und klar ist, dass natürlich Fleisch und auch alle Wurstarten, die mit Leber gesellschaftet sind, einen sehr hohen Eisenteil haben. Aber es gibt auch, wie gesagt, andere Dinge wie Nüsse zum Beispiel, auch Haferflocken, Pilze und so weiter und so fort, die einen hohen Gehalt an Eisen haben. Sich da mal ein bisschen mit beschäftigen, ist sicherlich sinnig, um dann, wenn das Ganze im gewissen Niveau ist, auch durch die Ernährung genügend Eisen zuzuführen. Vielleicht noch einen Hinweis: Eisenresorption braucht ein gewisses Milieu, wenn es geht, möglichst sauer. Was wiederum ein bisschen problemisch mit den Protonenpumpenhämmern, die wir ja gerne verschreiben, weil da eben tatsächlich die Eisenresorption doch vermindert wird. Und ebenfalls vermindert wird die Eisenaufnahme bei den folgenden Produkten, die eben 30 bis 60 Minuten vor oder nach einer eisenreichen Mahlzeit eben nicht konsumiert werden sollten. Dann bin ich schon am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.